Man. Verdammnis. Ein Roman von Raymond Benson. Prolog Agent 47 musste am Leben bleiben. Das hatte sich Diana Burnwood seit Jahren auf die Fahne geschrieben, obwohl die Betreuer der Agentur dafür eigentlich nicht unbedingt zuständig waren. Das ungeschriebene Gesetz lautete Agenten im Einsatz waren sich selbst zu überlassen. Selbst die bloße Kenntnis ihrer Existenz war im Ernstfall zu leugnen, wenn auch nur das geringste Risiko bestand, dass die Agentur kompromittiert werden könnte. Und dennoch hatte Diana stets eine gewisse Verbindung zu 47 gepflegt, soweit es überhaupt für jemanden möglich war, zu diesem Mann eine Verbindung zu pflegen. Sie wollte, dass er bei seinen Missionen Erfolg hatte, und sie nahm jede Mühe auf sich, um ihm den Rücken freizuhalten. Das war ihr Job. Zumindest war es die längste Zeit ihr Job gewesen. Denn Diana hatte vor, sich nach dem aktuellen Auftrag abzusetzen. Ihr blieb keine andere Wahl. Als Folge dessen, was sie vorhatte, würde die Agentur nicht eher ruhen, bis sie eliminiert worden war. Die Fluchtroute stand fest und die Reisepläne waren bis ins Letzte ausgetüftelt. Sie würde für eine Weile untertauchen und dann ihren Zug machen. Zu dem Labor in Chicago zurückzukehren war zwar hochriskant, aber auch unumgänglich, wollte sie das Paket in Gewahrsam nehmen und es vor der Agentur in Sicherheit bringen. Der Ärger hatte damit begonnen, dass ihr Benjamin Travis als Vorgesetzter vor die Nase gesetzt worden war. Diana hatte von Anfang an mit ihm im Clinch gelegen. Obgleich er nicht der oberste Boss der International Contract Agency kurz ICA war, hatte sich Travis als ausgesprochen fähige Führungskraft erwiesen. Er war tough, intelligent, ehrgeizig und hielt sich stets alle Optionen offen. So verwunderte es nicht, dass ihm ein Posten ganz weit oben in der Hierarchie angetragen worden war. Das verblüffte Diana auch nicht. Ihm ist viel schlicht, dass Travis ein unmoralisches und gefährliches Arschloch war. Als Diana ihn wegen seines neuen, streng geheimen Lieblingsprojekts zur Rede gestellt und angemerkt hatte, dass die Sache viele Unschuldige das Leben kosten würde, hatte Travis spöttisch erwidert. Ach, tatsächlich, und das ausgerechnet aus dem und einer Frau, die einen Auftragsmörder betreut? Jetzt halten Sie mal die Luft an, Burnwood. Die Kollateralschäden, die Sie selbst auf dem Gewissen haben, gehen in die Hunderte. Machen Sie jetzt bloß nicht auf moralisch überlegen und schauen auf mich herab. Normalerweise hätte sie es dabei bewenden lassen und sich wieder um ihren eigenen Kram gekümmert. Diesmal jedoch waren die Hinweise darauf, worauf Travis vorab hinauslief, mehr als nur ein bisschen verstörend. Ihrer Meinung nach war der Mann eine Bedrohung für die Integrität der Agentur. Diana hatte bereits mit siebenundvierzig an dem Himalaya-Auftrag gearbeitet, als sie den Entschluss fasste, einzuschreiten. Ursprünglich wollte sie eigentlich bis nach Abschluss der Mission warten, aber die Situation war zu brisant geworden. Es musste schnell etwas unternommen werden, und sie hatte beschlossen, ihr Leben zu riskieren, um sich das Paket zu schnappen. Und sich damit aus dem Staub zu machen. Sie musste für eine Weile von der Bildfläche verschwinden und ihren nächsten Schritt sorgsam planen. Hatten Sie gemerkt, dass sie sie hintergangen hatte? Höchstwahrscheinlich. Sie wusste, dass Sie jeden Augenblick kommen würden, um sie zu holen. Sie hätte Paris schon vor Stunden verlassen sollen, aber sie war 47 schuldig, ihn durch die aktuelle Operation zu lotsen. Beenden Sie den Job und verschwinden Sie dann Schleunigst. Sie klappte ihren Laptop auf und schaltete ihn ein. Die Verschlüsselungssoftware war bereits aktiviert, und es war unmöglich, dass sich irgendjemand in ihr Netzwerk hackte. Als sie die Verbindung mit dem Satelliten über Nepal herstellte, überprüfte Diana von Neuem die kleinen Videomonitore. Die beiden Minikameras, die sie im Gang draußen vor ihrem Hotelzimmer angebracht hatte, waren nicht zu entdecken und hochmodern. Jede wies in eine andere Richtung, so sodass sie sehen konnte, wer immer im Korridor auftauchte. Eine dritte Kamera, die unweit der Aufzüge und der Treppen platziert war, würde sie über etwaige Neuankömmlinge auf der Etage informieren. Das Ganze war zwar keinesfalls perfekt, aber zumindest würden die drei Monitore auf dem Tisch sie alarmieren, wenn sie angegriffen wurde. Der Computer stellte eine sichere Verbindung zum Satellitensignal her. Auf dem Bildschirm des Laptops erschien das Bild eines schneegekrönten Berges, der Kangshenzönga, eines der am schwierigsten zu erklimmenden Gebirgsmassive des Himalaya. Diana warf einen Blick auf ihre Uhr, kurz nach sechs morgens. Das bedeutete, dass es dort fast ein Uhr nachts war. Die nepalesische Ortszeit war dahingehend ungewöhnlich, dass sie um 45 Minuten von der koordinierten Weltzeit abwich. Sofern ihre Berechnungen korrekt waren, sollte 47 jetzt in Position sein und darauf warten, dass sie sich meldete. Sie zoomte näher an die blinkende Signalmarkierung an der Flanke des Berges heran. Der Peilsender, den 47 bei sich trug, war mit dem bloßen Auge nicht auszumachen, für den Satelliten hingegen problemlos zu orten. War eigentlich ziemlich genial, fand er Erna. Die Agentur verfügte tatsächlich über extrem cooles Spielzeug. Eine weitere erstaunliche Besonderheit dieser Satellit war seine Fähigkeit, physikalische Strukturen zu analysieren, ganz gleich, ob sie nun von Menschenhand geschaffen oder natürlichen Ursprungs waren. In diesem Fall registrierte das Programm, wo die Felsoberfläche des Berghangs endete und die dicke Schneeschicht begann, so dass sie lawinenanfällige Gebiete ohne Weiteres bestimmen konnte. Hallo 47, sagte sie in ihr Headset. Hören Sie mich? Laut und deutlich kam die Erwiderung. In seinem Tonfall fand sich keinerlei Hinweis von Wärme oder Freude darüber, dass er ihren kultivierten britischen Akzent erkannt hatte. Typisch für den Auftragsmörder. Er war kein Mann vieler Worte und zeigte absolut keine Emotion. »Ist das Ziel vor Ort?« fragte sie. »Können Sie sie nicht sehen?« Sie dirigierte die Kamera die Felswand hinunter und entdeckte die chinesische Klettergruppe, ungefähr 180 bis 200 Meter unter dem Felsbohrsprung, auf dem 47 kauerte. »Bestätige. Wie war der Aufstieg?« »Kalt.« haben all Ihre Karabiner und Sicherungshaken ordnungsgemäß funktioniert? Ja. Haben Sie eigentlich viel Erfahrung im Bergsteigen 47? Wo soll ich den Kracher platzieren? Sie lächelte bei sich. Agent 47 kam stets sofort zur Sache. Der Computer berechnet die Stelle just in diesem Moment. Warten Sie. Okay, da haben wir's. Sie sind nah dran, ungefähr 40 Meter weiter östlich. Dort befindet sich ein Vorsprung, der aus Eis zu bestehen scheint. Tatsächlich handelt es sich um extrem festen, gepressten Schnee. Das dürfte ideal sein und befindet sich direkt oberhalb des Ziels. »Ich sehe, was Sie meinen. Geben Sie mir ein paar Minuten, um mich dorthin vorzuarbeiten.« Diana verfolgte, wie die winzige Gestalt ein Seil, eine Spitzhacke und eine Reihe von Karabinern benutzte, um sich über die Felswand zur Seite zu bewegen. Sie bewunderte, wie 47 zu allem fähig zu sein schien. Er war ein überragender Athlet, dazu ausgebildet, in sämtlichen Naturelementen zu agieren. Natürlich war er genetisch so verändert worden, dass er eine Art Superman wäre. Manchmal fragte Diana sich, wie groß seine Toleranzschwelle für Schmerz und Erschöpfung tatsächlich war. Der Aufstieg musste unglaublich schwierig gewesen sein, zumal allein ausgeführt. Zum Glück war er nicht so hoch oben, dass der Helikopter, den sie arrangiert hätte, um ihn einzusammeln, nicht zu ihm gelangen konnte. Wäre er noch mal 300 Meter höher gewesen, hätte sie im 40 den Kangcheng Zönga auf die harte Tour wieder herunterklettern müssen. Dann sah sie sie. Diana runzelte die Stirn und kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Rasch bewegte sie die Computermaus und zoomte näher heran. Zwei Männer, fast direkt über 47. 47? Ich mache zwei Feinde aus, etwa 70 Meter entfernt auf 1 Uhr. Sie fuhr mit der Kamera so dicht wie möglich an die Männer heran. Chinesen, ganz klar. Das überrascht mich nicht, sagte 47. Ich hatte bereits vermutet, dass das Ziel einen Spätrub den Berg hinauf vorausgeschickt hat, ehe er mit der Expedition nachrückt. Er wollte sicherstellen, dass die Route sicher ist. Namwo ist in dieser Gegend nicht sonderlich beliebt. Können die mich sehen? Kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht. Warten Sie. Sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie scheinen zu wissen, dass sie da sind. Wie viel Zeit habe ich, bis sie in Schussweite sind? Genug. Platzieren Sie einfach den Kracher und verschwinden Sie unverzüglich. Der Helikopter wird... Eine Bewegung auf einem der Kameramonitore erregt ihre Aufmerksamkeit. Soeben war jemand aus dem Aufzug in ihrer Etage gekommen. Nein, zwei Jemanden.« Sie blieben einen Moment lang stehen, als die Treppenhaustür aufging und zwei weitere Männer in Sicht kamen. Sie trugen Anzüge und wirkten wie gewöhnliche Geschäftsleute, bis einer von ihnen eine große Tasche auf den Boden stellte und sie aufmachte. Diana, fragte siebenundvierzig. sind Sie da? Ein Moment, siebenundvierzig schnappte sie. Einer der Männer holte vier Kevlarwesten hervor, die das Quartett anzulegen begann. Nein, die Agentur hatte sie gefunden. Sie hatte keine Zeit zu verlieren. Sofort unterbrach sie die Satellitenverbindung, zog den Stecker aus ihrem Laptop und stand vom Tisch auf. Die Männer auf dem Monitor bewaffneten sich mit Sturmgewehren, wie es aussah, mit M16ern. Diana schnappte sich hastig ihren Laptop und ihre kleine Reisetasche, die sie bereits gepackt und griffbereit hatte. Sie lief zu dem Fenster, das zur Feuerleiter führte, öffnete es und warf den Computer nach draußen. Das Gerät fiel sechs Stockwerke tief und zersprang unten auf dem Boden in Stücke. Sie warf einen flüchtigen Blick hinter sich auf die Monitore auf dem Tisch und sah, dass die Männer auf ihr Zimmer zuschlichen. Dann warf Diana ihre Tasche aus dem Fenster und verfolgte, wie sie auf dem Pflaster aufschlug. Dabei ging nichts kaputt, in der Tasche befanden sich bloß Kleidung, Reisepässe und Geld. Als die Männer die Tür des Hotelzimmers eintraten, war Diana bereits draußen auf dem Absatz der Feuertreppe. Die große Rothaarige, die einen Torrenversace hosenanzug trug, hastete mit nackten Füßen die Metallstufen hinunter, auf die Straße weiter unten zu. Sie vernahm Ruf über sich. Schneller. Sie nahm drei Stufen auf einmal. Als sie den Treppenabsatz im ersten Stockwerk erreichte, rief einer der Männer Da ist sie. Diana packte das Geländer, flankte geschickt darüber hinweg und fiel zwei Meter tief zu Boden. Sie landete hart auf ihren Fußsohlen, zuckte vor Schmerz zusammen und lief weiter. Da krachten die ersten Schüsse. Sie packte ihre Tasche, umrundete die Ecke des Hotels und rannte auf die Straße, mitten in den Verkehr. Die Fahrer traten auf die Bremse und hupen, plärrten. Kugeln zischten an ihr vorbei, schlugen hinter ihr in den Asphalt. Als sie schließlich auf der anderen Seite der Rue Frossard angelangte, hasteten die Männer die Feuertreppe hinunter, um die Verfolgung aufzunehmen. Diana duckte sich in die U-Bahneingang an der Ecke, flog förmlich die Treppe hinunter und erreichte just in dem Moment den Bahnsteig, als eine Bahn in die Station einfuhr. Das Timing hätte nicht perfekter sein können. Sie stieg in den Zug, bahnte sich ihren Weg durch die Menge der Passagiere, fand einen freien Sitzplatz und ließ sich hineinfallen. Die Türen schlossen sich und weg war sie. Sie öffnete ihre Reisetasche, holte die Praderstöckelschuhe heraus und zog sie an. Jetzt war sie bloß eine weitere gewöhnliche Pariserin, die durch die geschäftige Stadt pendelte. Sie war zuversichtlich, dass es der Agentur nicht gelingen würde, ihre Bewegungen zu verfolgen, sobald sie ihren Zwillord erst einmal erreicht hatte. Die Route war sicher, hieb und stichfest. Womöglich hatte sie das Glück ja wahrhaftig auf ihrer Seite. Sie nahm einen tiefen Atemzug, ehe sie ein plötzlicher Anflug von Reue überkam. Sie hatte nicht die Absicht gehabt, siebenundvierzig im Stich zu lassen, aber sie hatte keine andere Wahl. Tut mir leid, alter Freund, dachte sie. Ich hoffe eines Tages werden Sie meine Beweggründe verstehen. Schicken Sie mir positive Gedanken, falls Sie zu so etwas fähig sind. Leben Sie wohl. Und viel Glück.